einer langjährigen Beziehung lernt man sich ja von allen Seiten kennen, mit allen Stärken und Schwächen, und das macht es ja dann auch aus. Man entdeckt auch ganz viele schöne Seiten, die immer wieder machen, dass man sich in den anderen verliebt, aber die manchmal auch bewirken, dass man aus der Haut fahren könnte. Ich denke, zum Glücklichsein im Großen und Ganzen gehört ganz wichtig auch dazu, dass es eben mit Aufs und Abs verbunden ist. Ich glaube, das kann in der besten Beziehung passieren, dass man eben an den Punkt kommt, wo beide vielleicht stur sein oder gegenseitig nicht verstehen. Ich denke auch, dass es Phasen geben kann, wo es ganz gut ist, wenn eine neutrale Person von außen vielleicht dazu kommt und sich anschaut, hey, was geht da gerade vor? Man kann es als zusätzliche Säule sehen, zur Familie, zu Freunden, zur Frau. Wenn es einem selber schlecht geht und man sich selber nicht einmal ausstehen kann, ist es, glaube ich, ganz schwierig, dass man da mit einer anderen Person auch gut zurechtkommen kann. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass eine Beziehung funktioniert, wenn es einer Person davon wirklich schlecht geht. Beziehungen sind wunderschön, aber das ist auch manchmal Arbeit dahinter. Und diese Entscheidung füreinander ist auch ein riesig großes Geschenk. InstaHelp. Wie geht's dir?